Okay, weiter geht's. Foto. Das Foto, das in der Schachtel war. Es zeigt Heine und die anderen vor dem verlassenen Herrenhaus in Twilight Town. Schön. Mikrofon richten. Hoffen, man hat nicht zu viele gehört. A photo and some ice cream. Wonder if there's some sort of clue. And who would have left them for us anyway? Ich hab da eine kleine Ahnung. Riku? Ne. You think? Just this feeling I got. Denk ich nicht. Wo gehen wir überhaupt hin? Hey, what if the Heartless are back again? I can't use the Keyblade. That would only help the organization. But Sora, I think you have to use it. If we don't fight them, the Heartless will keep on hurting folks. Ja, viel bleibt ja auch nicht übrig. Man muss halt einfach irgendwas machen, ne? Also, ich könnte wieder zurück hier. Also, ich könnte wieder hierhin zurück, meine ich. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe keine Lust auf Musik im Moment. Und auf ein Turnier habe ich jetzt auch momentan keine Lust. Also gehen wir zurück nach Hollow Bastion. Die Organisation 13 will, dass Sora mit dem Schlüsselschwert Herzlose niederstreckt. Es bleiben Fragen. Doch vorerst herrscht Frieden. Jetzt kann ich auch ein bisschen nach den Puzzleteilen Ausschau halten. Natürlich noch nicht komplett, aber doch ein bisschen. So, wir sind hier jetzt wieder in Merlins Haus. Es existieren viele seltsame Waffen. Einige können nur von Auserwählten geführt werden. Solche Waffen sind fest an ihren Meister gebunden. Du und dein Schlüsselschwert seid das beste Beispiel dafür. Was hast du zu sagen? Ihr Jungs wisst wirklich, wie man kämpft, aber meine Ninja-Kräfte sind auch nicht zu verachten. Das stimmt. Seht her! Ah ja! Oh, wartet! Wenn ich das jetzt hier machen würde, könnte das Haus zu Bruch gehen. Jo, könnte es. Hast recht. Tron scheint in Ordnung zu sein und die Wiederaufbauarbeiten sind auch endlich wieder im Gange. Weil ihr sowas wie Ehrenbürger seid, schmeißen wir eine Party für euch, wenn alles repariert ist. Oh, wie schön, danke. Aber jetzt muss ich zuerst wieder mal ins Buch gehen. Doch bevor wir das machen, also jetzt mache ich es ja sowieso schon, aber nachdem ich das gemacht habe, werde ich noch kurz nachschauen, was wir alles geschafft haben. So. Startmenü. Haben wir was bekommen? Ja, ein Eis, ein Foto. Ansonsten nichts. Abilities haben wir neue. Frauen von der Limit Form. Richtig. Ausweichrolle Level 2. Deckungsbrecher könnte ich reinschieben. Löst einen mächtigen Combo-Abschlussangriff aus, der die Deckung eines Gegners durchdringt. Das wäre cool. Wäre cool. Aber ich könnte auch Ausweichrolle nehmen. Aber die Frage ist, was das genau bringt. Situationsboost. Feuerboost Schammer ist auch neu. Rüsten wir das mal aus. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Manchmal macht er Sprint und manchmal macht er einen Purzelbaum.
Was ist das komisch? Well, hello, Sora. Yes, hello there, somebody I don't know. Eeyore told me Pooh wasn't quite himself. I thought this might be just what the poor dear needed. Yeah, I hope it'll make Pooh better. If tickers are wonderful things, the top's a minute of rubber, the bottom's a minute of springs. A present for me? Why, presents are what tickers like best, and it's not even my birthday. But Tigger, that's not for you. Wait, Tigger! Oh dear. Come on, let's go after him. Oh, Puzzleteil. Morgengrauen. Toll. Ein Abelizamin. Yay. Und ein Orichalcum. Nice. Okay. Er sprintet oder macht einen Purzelbaum. Irgendwas von beiden. Irgendwas von beiden, aber man weiß nicht genau was. Kann immer verschieden sein. Also werde ich fürs erste Mal den Purzelbaum ablegen. Ach ja. Schauen wir mal das Orichalcum an. Eine sehr seltene Legierung, die in der Itemherstellung Verwendung findet. Sehr schön. So, legen wir das mal ab. Ausweichrolle. Kann ich gleich mal meinem Bruder berichten, wie die funktioniert. Wenn ich beides ausgerüstet habe. Deckungsbrecher rein. Und dann haben wir natürlich noch ein Abilitamin. Dreimal sogar. Also benutzen wir das gleich. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch noch gleich Situations-Dingens einrichten. So. Situationsboost. Gespeichert habe ich schon lange nicht mehr, wie mir auffällt. Aber es ist auch noch nicht sehr viel passiert. Muss man auch sagen. Okay. Eine Magiesphäre erhöht Magiekraft um den Wert 1. Gleich noch ausrüsten. Ups. Jetzt haben wir einen guten Magiewert von 30 mit der Waffe natürlich. So, du musst Tigger aufhalten, schnell, sonst trägt er alles aus. Was sagt Pooh dazu? Oh, was tut ihr denn alle hier? Findet hier irgendetwas statt? Ein Honigesswettbewerb etwa? Oder ein Rennen? Ja, beim Rennen würdest du verlieren. Tigger hüpft immer und überall, egal wo er ist. Wir sind früher alle zusammen gehüpft, aber Pooh scheint das auch vergessen zu haben. Ja, er hat alles vergessen. Alles. Wenn Tigger doch bloß ein bisschen mehr zuhören würde, was man ihm sagt. Das ist wirklich schlimm. Wir müssen diese Medizin von Tigger zurückbekommen. Gut, also versuchen wir es. Flasche verlangen. Soll das etwa heißen, dass Pooh sogar mich vergessen hat? Ja, Tigger. In der Flasche, die du für ein Geschenk gehalten hast, ist Medizin, die Pooh helfen sollte. Ach was, wer braucht schon Medizin? Ein paar beherzte Sprünge werden sein Gedächtnis bestimmt auf selbige helfen. Das tut doch weh! Und Pooh? Das sieht lustiger aus, wer immer du bist. Noch kein Erfolg, hm? Aber natürlich, wir müssen alle zusammenspringen. Das wird helfen.
Ja, und wenn das nichts ist, dann bitte Medizin. Okay, Hüpfballons. Lass die erforderliche Anzahl von Ballons zerplatzen, bevor die Zeit abläuft. Tipps: Drücke Dreieck im richtigen Moment, um einen besonderen Sprung vom Trampolin aus zu vollführen. Drücke Dreieck im richtigen Moment, um einen besonderen Sprung von einem Ballon aus zu vollführen. Wow! Verdammt, jetzt bin ich nach unten geschwungen. So, geht doch. Woher auch immer das Trampolin gekommen ist. I bet you remember me now, don't you, Buddy Bear? Well, I remember that bouncing always makes me hungry. All that bouncing and he still doesn't remember me? Well, then I guess bouncing's not the answer. It makes a tigger almost never want to bounce again. Oh, please be careful with that. Oh, sorry, little piglet. But Pooh not remembering me has me confused. I don't even feel like bouncing. Oh, but Tigger, I always thought that bouncing was what Tiggers did best. Pooh boy, you remember me. You do remember your old buddy Tigger after all. That's great. Na, immerhin erinnert sich jetzt an Tigger. I wonder who that is. Oh well, perhaps I'll remember tomorrow. Ja, immerhin. Er gibt sich zumindest die Mühe. Aber er kann ja auch nichts dafür, wenn da Seiten fehlen. Da kann er sich einfach wirklich nicht erinnern. Das ist logisch. Soweit, so gut. Schauen wir mal im Status an. Welcher Form sind wir hier eigentlich? Oh, schon Form Level 4. Form Level 5. Da geht's noch weiter. Hier muss ich auch noch einiges weiter arbeiten. Und bei der Meisterform sowieso. Das kommt alles mit der Zeit. Das kommt alles mit der Zeit. Geh weg. Ja, richtig. Speichern. Ist nötig. Natürlich den oberen Stilstand. Wow, zwei Level sind wir weitergekommen. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, suchen wir mal noch ein paar Puzzleteile oder was auch immer. Aber wir können es auch so machen. Ach ja, richtig. Stimmt ja. Das wäre eigentlich auch noch der perfekte Ort, um die Meister von uns zu trainieren. Wäre auch nötig. Ha!
Oh, Schattenschark, oder wie die heißen. Autsch, das tut weh. Und die geben ordentlich Punkte. Vor allem mit den doppelten Experience. Eine Akasha-Chronik. Ich glaube, die habe ich schon mal bekommen. Er kann so nicht richtig springen, wie ich sehe. Ein Herzteil! Das müsste es, glaube ich, sein. Schauen wir mal im Tagebuch nach. So, Puzzle-Modus, Puzzle-Motive, Herz. Ja! Das ist es. Ein Freudenkristall. Ein mysteriöser Kristall erfüllt von Freude. Ein sehr seltenes Material. Sehr schön. Dann hat das immer geklappt. Zwiefbald fehlen noch ein paar Teile. Bei Edge fehlen auch noch ein paar. Morgengrauen habe ich jetzt ein paar neue erhalten. Aber da warten wir noch. Um Abenddämmerung. Eines. Ich kann noch ganz viele holen. Aber momentan bleibt nicht für viel so zu tun. Klar, warum nicht? Jetzt können wir mal was versuchen. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Was soll das? Was soll ich jetzt machen? Ich bleibe einfach immer die ganze Zeit in der Luft. Okay. Ah, ich sehe es. Man muss also irgendwie ein paar Tricks machen. Und man darf hier nirgendwo die Wand berühren. Okay, versuchen wir es mal andersrum. Naja, irgendwie auch nicht so das Wahre. Vor allem, ich komme einfach nicht daran. Wir können vielleicht auch mal versuchen zu grinden, warum nicht? Vielleicht geht so die Combo weg lange. Nee. Nochmal. Nee. Nochmal. Ah, geht nicht. Das hat sich fast erwischt. Das motiviert. Noch ein bisschen. Ah, geht nicht drauf. Vielleicht kann ich ihn noch mal. Vielleicht kann ich ihn ja trotzdem noch holen. Wer weiß. Nee, nicht geholt. Scheiße. Nochmal.
Na, lassen wir's. Kann ich auch mal aufhören? Und hier? Ah, okay. Noch ein Versuch. Ne. Spenden. Ich dachte, es wäre irgendwie etwas zum Heiß herstellen, aber das ist nur Skateboard fahren. Das ist irgendwie doof. Aha, okay. Das habe ich natürlich nicht lesen können. Nein, danke. Nicht nochmal. Da haben wir Tifa. Ist er auch nicht. Aber er braucht ja nicht glauben, dass er sich ewig von mir verstecken kann. Leon hat sich Sorgen um euch gemacht. Er hat zwar nichts gesagt, aber ich sehe es ihm an. Ha, ich werde nie verstehen, warum Männer immer ihre Gefühle verstecken müssen. Nein, musst du echt nicht. Das musst du echt nicht. Technikerring. Ach, kaufen wir noch einen Platinring. Nee, Truhe, Truhe. Lassen wir es. Ist da noch irgendwas? Ein Puzzleteil oder was auch immer? Irgendwas! Nee. Nee. Ich mag da jetzt auch nicht groß weiter suchen, also werde ich einfach mal den nächsten Point nehmen. Aber zuerst gehen wir noch zum Mogri. Für das Erreichen eines Sammelziels Schutzengel erhalten. Sehr schön. Dann habe ich die Abilitamin kann ich immer noch nicht herstellen. Hier kann ich auch nichts machen. Und hier auch nicht. Aber immerhin habe ich einen Schutzengel erhalten. Und den werde ich auch gleich mal ausrüsten. Ups. Schutzengel. Und zwar für mich. Jetzt habe ich schneller. Ach, wofür haben wir denn einen Top-Driver? Also High-Driver heißt das natürlich. So. Kein Bock auf euch! Mann. Nimm das! Mann, verrecke! Jetzt kann ich einen Doppelsprung machen. Was durchaus schön ist. Hoffentlich besiege ich ihn schnell genug. Verdammt! Ah, das wird nichts. Im Gegenteil, ich muss mich sogar noch heilen. Das wird nichts. Scheiße. Zu spät. Zu spät. Viel gebracht, das ist wirklich nicht. Weil die hätten jetzt wirklich, wirklich was gebracht. Haben sie auch wurscht jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch was tun muss. Aber es stehen ja auch keine Ziele an. Also kann ich hier eigentlich gleich wieder weggehen.
Auf zur Weltenkarte. Ich denke, wir machen jetzt noch ein Turnier. Jetzt sind wir vom Level eigentlich gut genug. Ich kann hier nicht hin. Es geht nicht. Später. Was ist hier? 36. 34. 34. Ach, dann Latin Atlantica, weil ich habe jetzt wirklich überhaupt keinen Bock aufs Kämpfen. Vielleicht bekomme ich ja irgendwas. Oder, ja, keine Ahnung. In letzter Zeit starrt Ariel immer nur die Statue an und selbst dabei. Ich wünschte, wir könnten sie irgendwie zum Lachen bringen. Komm hin. Die Oberfläche ist so nah und doch so fern. Ach, wenn ich Vater doch nur davon überzeugen könnte, wie wundervoll Menschen sind. Tu's nicht, sie sind scheiße. Das Mindeste, was wir tun können, ist Ariel beim Musical anzufeuern. Vielleicht hebt das ihre Stimmung. Ich habe mich an mein Aussehen gewöhnt, aber bei Donald... Es sieht aus, als würden sich seine Beine ineinander verknoten. Bravo, jetzt werden wir das Musical mit Leichtigkeit aufführen können. Ach, nur zu. Blöder Sebastian, ich hasse das Musical. Bäh. Unten im Meer. Oh, eine musikalische Herausforderung. Erreiche eine hohe Punktzahl, indem du Ariel dabei hilfst, dass sich ihre Laune verbessert. Drücke Viereck, wenn Ariel in der Leiste erscheint, um Punkte zu erzielen und Ariels Laune zu verbessern. Achte darauf, nicht Viereck zu drücken, wenn Sebastian in der Leiste erscheint. Ja, wer möchte das schon? Scheiße! Scheiße! Na wenigstens. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Stop. Take it from me. Up on the shore they work all day. Immerhin. Out on the sun they slave away. While we devoted full time devoted under the sea. Mann, ist das ein schlechter Versuch. Seems life is sweet here, we got the meat here, naturally. Naturally, even the sturgeon and the ray, they get the urge and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. Stammt. Under the sea, under the sea, under the sea. Jetzt ist ihre Laune wieder gut. Each little snail here know how to whale here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in love here down in the muck here under the sea. Na, immerhin, gegen Ende ist sie noch gut gelaunt gewesen.